Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 von Shadowlord. Die Fahrt aktiviere ich doch eben. Im letzten Part haben wir soweit den Sumpf erforscht. Ein bisschen Feed noch vor, haben wir ein bisschen vor uns. Wir wissen aber schon theoretisch, wo wir lang müssten, um Aria zu finden. Ja, aber wie gesagt, das machen wir erst später. Erst einmal wird der komplette Sumpf erforscht. Die Welt ist eurer Überdruss. Entschuldigung! Vollkommen, ich hab's unterbrochen. Was soll ich sagen? Ah ja, also erstmal werden wir den Sumpf erforschen komplett, ist ja klar. Ich finde es so interessant, so viele Sumpfeln gleich. Nie ist da was. Keine Aufzeichnungen oder sonst irgendwas. Aber gut. Was sollten Sumpflinge schon großartig aufzeichnen? Ich glaube, sie sind ein eher primitives Volk. Um es mal nett auszudrücken. So, da haben wir die armselige Hütte. Das gehört sogar zu den Sumpflingen. Da kann man, haben wir ein kleines Sumpfling-Event, aber wirklich nur ein ganz kleines. Aber hey, besser als nichts, ne? Apropos kleine Sumpflinge. hat er wieder super gepasst. Aber ich schade finde, dass dies ein bestimmtes Event bisher, die aufgetaucht ist. Kommt vielleicht noch, aber die Chancen dazu sehe ich eher gerade geringe. Die Chancen dafür sehe ich gerade sehr gering für. Aber ja, unverhofft kommt oft, ne? Und man soll den Tag nicht vor den Armen loben, wie man schon sagt. Und bla bla bla, so viele Lebensweisheiten. Es gibt auch zu jeder Situation irgendeine Weisheit, und die irgendwann irgendein für seine Verhältnisse schlauer Mensch damals gesagt hat, selbst und auch heute wahrscheinlich immer noch für schlau gehalten wird. Was jetzt nicht heißen soll, dass nur wenn jemand einen klugen Spruch von sich lässt, dass er schlau ist, sondern einfach nur, dass er den richtigen Moment richtig gesagt hat. Er kann dennoch trotzdem auch ein intelligenter Mensch gewesen sein, keine Frage. Aber ich glaube, jeder kann irgendwann mal irgendeine schöne Lebensweisheit vor sich bringen. Problem ist nur, da man selber nicht bekannt oder berühmt ist, wird es niemals sein weltberühmten Zitat. So wie wegen Irren ist menschlich oder so. Hat irgendwann mal ein berühmter Mensch gesagt und jeder kennt das. Punkt. Ich weiß nicht einmal genau, wer das gesagt hat. Wahrscheinlich ist das jetzt ziemlich blöd von mir. Oder halt Albert Einstein, ne? Von wegen mit der menschlichen Dummheit und der Endlichkeit des Universums. Es ist auch nichts Neues, was bisher noch nie jemand anderes gesagt hat. Also das haben schon genug andere Leute auch so gesagt, die haben es nur nicht so ausgedrückt. Mann, lecker. Warum platzen die eigentlich, wenn die sterben? Das war komisch. Aber wie gesagt, er ist ein berühmter, angesehener Mensch. Das ist nicht der richtige Weg. Ich weiß. Ein berühmter, angesehener Mensch. Und ja, daher wird sein Satz gerne zitiert, obwohl andere das genauso gesagt haben. Von inhaltlichen, ne? Aber egal. Warum bekomme ich ausgerechnet jetzt damit? Ach ja, genau, da kann ich dazu wieder bekommen, von wegen Überpersonalisierung von bekannten Menschen, von Promis zum Beispiel. Diese. Obwohl, nee, komm, auf die Ebene bringen wir uns jetzt nicht. Nicht während des Let's Plays. Also ich bin ja gerne bereit, Let's Plays über verschiedene Themen zu quasseln, aber jetzt nicht unbedingt über Überpersonalisierung von Promis in einem Diablo-Let's Play. Das jetzt vielleicht nicht, vielleicht mal in einen Stream, wo ich auch mal wieder, wo ich mal langsam wie auch mal wieder machen sollte. Oh, jetzt noch eine Hütte. Noch ein Hütchen, sehr schön. Das üble Loch, eieiei, das spricht ja nicht gerade, ist nicht gerade ein Land. Gut, das ist nur noch ein kleines Eckchen, da würde ich sagen, da ich ja gleich alles über rein, ich kann hier schon mal ins üble Loch rein eigentlich. Vor allem ist jetzt, es ist wirklich nur ein super kleines Gebiet. Ja, hier sind ein paar Mahnenbrüche drin. Mit einem Haufen Mahnen. Die Welt ist eurer überdrüssig. Das war's auch schon. Das war das ganze Gebiet. Yes! Und Level Up! Wundervoll! Was kriegen wir diesmal? Passive Fähigkeit, verbotene Schöpfung. Okay. Das klingt doch mal echt geil. Verbotene Schöpfung, nice. Gleich mal reinziehen. Okay. Essenz in der Funke, denke, die machen 40. Erhalten 200% eures Dornschadens. Da ich keinen Dornschaden mache bisher, an sich wäre es cool. Aber ich mache keinen Dornschaden, das ist mein Problem. Also Dornschaden ist quasi Schaden an Gegner, die mich angreifen. Schadenreflexion quasi.
Das ist Dornschaden. Wenn ich jetzt eine Rüstung hätte, würde ich jetzt mit einer meiner Ausrüstung Dornschaden machen. Was ich machen könnte, ich müsste halt nur einstellen. Also sprich, ich müsste halt bei Myria zum Beispiel das umändern. Schade, dass sie das ist nicht da. Es gibt nämlich einen Typen, der ist so ein Forscher, der versucht dann halt das Lebensweise der Sumpflinge hier zu studieren. Und ja, hat dabei ein bisschen Scheiße gebaut. Das ist ein sehr cooles Event eigentlich. Und ja, das hätte ich jetzt echt gerne gehabt. Aber naja, dafür hatten wir das versunkene Schloss. Das ist auch cool. Da konnte ich mich sogar kaum erinnern. So, wie gesagt, natürlich gehen wir überall in die Wege nach Corvus rein. In die falschen. Aber auch wegen Erforschung. So, Fleischschlinger. Ein bisschen getötet. Ja, wenn wir diese Säulen hier vernichten, können wir damit Gegner besiegen und damit eine Kettenreaktion hervorrufen. Die dann halt die Gegner angreift. Das ist eine coole Sache eigentlich. Und hier haben wir vieles. Skarabäen. Da haben wir wieder eine Kackmann, oder? Ja. Aber wir kommen jetzt immer noch auf gleiche Stärke wie vorher. Also von daher. Und vielleicht Schamanen. Diese Blutgulems sind übrigens, sind übrigens Handlanger von Adrias, also beschworene Wesen von ihr. Wie. Hätte Lea doch nur nie ihre Mutter wieder gefunden. Wie ja schon Myriam sagte, dass die Arbeit ja so Blutmagie. Nicht unbedingt nette Sache, das. Da steht mich einfach, wenn man sich unter Blutmagie ungefähr so vage vorstellen darf. Das ist schwer vorstellbar, was so rein könnte. So, oh, das Testament von Rakis. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem. Mit anderen Worten Götter und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind? Gute Frage. Vielleicht werdest du es rausfinden. Ja, hier werden wir, sehen wir Aufzeichnung von Rakis, dem vorherigen König von der Westmark. Die Welt ist eurer Überdrüssig. Wie er schon die eine gesagt hat, die Gelehrte. Ja, jetzt mir ist echt der Name Gelehrte hier eingefallen. Hupsi! ja, das ist der ehemalige König von Rakis. König Rakis, der ehemalige König der Westmark, so. Oder doch der Bauer. Der Bauer vom Westmark war das sogar. Ha. Krieg ich sogar Tatsachen durcheinander. Oh, Fleischwerfer. Na, das sind eigentlich quasi wie normale Golems auch, nur dass sie halt Fernkampfangriffe machen. Uhu. Wir würden wahrscheinlich weitere. Ja, weitere Skarabäen. Kommt zwar arsch viele Skarabäen, aber halten so gut nix aus. Zum Glück. So, aber ich bin eigentlich. Wisst ihr was? Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir hier es schaffen sollten, noch auf Stufe 50 zu kommen, 70 zu kommen. Das. Da bin ich stark von überzeugt. Weil ich ja wirklich absolut alles mache. Es ist sehr zutreffend, zu dinglich jedenfalls für dieses Vorhaben. Bei den Fleisch muss ich aufpassen, ein Fleischmann in der Nähe ist, der kann die theoretisch wiederbeleben. Ja, da sind dann die Beschwörungszirkel von Diablo wieder zu sehen. Und die Schamanen können die theoretisch wiederbeleben. Gekillt? Nö, nur geschaden und verlangsamt. War was heißt das auch? Ist ja auch schon mal was, ne? Also wenn man halt die Skarabäen bringt es auf jeden Fall um, aber die Fleischgulen halt. Die halt natürlich ein wenig näher aus, ne? Ja, und dann ist es halt Schamane. Wie gesagt, der kann theoretisch wiederbeleben. Oder erschaffen. Schwer zu sagen, also. Er kann Beschwörung wieder. Er kann wieder beschwören, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, diese Formulierung ist nicht falsch. Aber dass die Fleischwerfer sich unter. Fürchtet nicht das Ende. Doch, ist es, für die schon. Aber dass die Fleischwerfer sich unter den. Naja, ist schon. Den Geröllhaufen verstecken. Neu. Definitiv neu. Hm, ja, wir kommen der Sache, glaube ich, hier. Also das sollte nicht mehr allzu groß sein hier. Die Welt
ist eurer Überdosis. Oder ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Das ist auch möglich. Ja, das sieht eher danach aus, dass ich ganz Zeit wieder im Kreis laufe. Eine blöde Kreisgeschichte ist das. Übrigens, bei diesem blauen Siegel, wenn der Gegner drauflaufen, kriegen die Schaden sogar. Ganz nett. Also wir haben hier schon ein paar, Verbündete hier in diesen Reihen. Aber dafür auch viele Gegner. Also ich habe hier nicht Probleme davon. Ja, ich bin einfach nur, einen riesigen Kreis gelaufen. Wuppdi-du. Na gut, mach ihn da eben platt. Ich schau mal kurz dort in der Ecke nach. Und da ist natürlich nichts. Ach, und unsere Stadt. Oh, was haben wir da? Was habe ich da übersehen? Huppala. Jungs, kümmere ich mal eben drum. Upsi. Habe ich da einfach mal eben was übersehen? Hoppala. Entschuldigung, war keine Absicht. Gehilfentor. Ah, mal wieder was für unsere Comrades. Blöd ist halt, dass ich ganz viel gesund drauf darf. Aber naja, das sind halt die Leiden eines Diablo 3 Spielers, der alles machen möchte. Ich meine, ich hätte theoretisch wirklich einfach sagen können, gut, wir wissen, der richtige Weg ist, den Rest ignorieren wir einfach. Aber nö, dafür kennt ihr mich, glaube ich, schon zu gut. Dafür kennt ihr mich, glaube ich, schon gut genug, dass ich sowas eben nicht mache. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn ich weiß, dass es da nicht weitergeht, ist es nicht nur ein weiterer Grund, da eben lang zu gehen. Ich hoffe, aber ich glaube, wir sollten hiernach definitiv erstmal wieder unserem Spiel Hedrick. Die Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen bei weitem übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Vielleicht, vielleicht. So, ob ich jetzt schon mal ein bisschen erzählen kann mit 6, ein bisschen jetzt. Was ich schon mal erzählen kann, wir werden mehr über Rakels Streben erfahren, warum er die Westmagie gegründet hat. Man kann es vielleicht schon denken, aber... Ah, da haben wir gesehen, da war ein Schamane. Der hat gerade einen Wiederwurf vor. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, super. Gerade haben wir gesagt, wir sollten gleich wieder zu Hedrick. Ja, wie wär's mit jetzt? Also ich glaube, in diesem Akt gibt es einfach ewig viel Gelumpe, was man finden kann. Mal sehen. Nein. Nee. Ah, warte mal, das sieht ganz gut aus. Naja, schade, was ist noch. Obwohl kann ich ja umändern, aber. Nein, ja, ja. Aber 700 Leben pro Sekunde? Vergiss es. Leben, so viele Leben pro Sekunde will ich auf jeden Fall behalten. Vor allem, wenn ich halt so viel. Da doch einige Fähigkeiten habe, die dann doch Leben kosten. Also, oder ich könnte zumindest mehr auf diese Schiene gehen. Weil bisher habe ich ja eigentlich nur die hier, die ich ja verhältnismäßig selten auch nur beschwöre. Ja, auf einmal wieder voll. Vor allem, da ich auch noch den Lebensentzug habe. Indem ich ja noch mehr Leben dazu bekomme. Ich glaube, es ergibt wirklich Sinn, wenn ich jetzt mehr Fähigkeiten nehmen würde, die auch Leben kosten. Einfach weil ich so eine brachiale Lebensregeneration pro Sekunde habe. Wäre vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Was noch eben... Na gut, okay. Machtverschiebung bleibt, Golem bleibt, Kadaverlanze... Mache ich leider auch viel zu selten. So, die Animation... Was wir hätte befehligen, klar. Ich habe gar nicht mal so viele. Ich glaube wirklich, ich habe nur eigentlich sekundär hier. Ich kann natürlich die Reanimation ändern. Ich könnte natürlich hier Armee da. Ich könnte natürlich gucken, ob ich hier irgendwas habe, was auch für mich Leben kostet. Toxischer Griff. Unkonventionelle Kriegsführung. Nee. Ich habe tatsächlich wirklich nur die. Aber wie gesagt, ich kann einfach bedenkenloser die rufen. Einfach weil ich so eine riesige Lebensgeneration habe. Ja. Aber ich könnte theoretisch mehr machen. Nicht genug Essenz. Also, ja, sehr gut.
Am besten wäre es natürlich aber immer noch, wenn ich irgendetwas hätte, das mir automatisch Essenz generiert. Die Welt ist also es würde mich echt wundern, wenn der Totenschwörer da nichts hat. Jede Klasse, die eine Ressource hat, die auflädt, die sich sammeln muss, hat das. Der Barbar hat das. Der Magier hat das. Dies ist nicht der richtige Eingang. Ich weiß. Der Barbar hat das, der Magier hat das, der Hexendoktor hat das. Ne, warte mal, ich glaube, der Hexendoktor reagiert eher automatisch. Ich glaube, der... Also, sagen wir mal so, ich weiß von fast allen Klassen, die irgendeine Ressource haben, die sie verbrauchen. Oh. Kann ich gesehen? So ein Riesenleichern, ich übersehe den, oh mein Gott, ey. Ich schweife wieder ab. Also, ich weiß, dass viele Klassen, die eine Ressource haben, die auflädt durch Angriffe oder Fähigkeiten, dass sie irgendwie ein Set haben oder Fähigkeiten, mit denen sie automatisch diese Ressource generieren. Zum Beispiel der Barbar kann mit Hilfe von einem passiven Skill und dieser Sumpf voller Dreck und Schlamm und immer bestrebt, uns zu Fall zu bringen. Wir müssen stark genug sein, darüber hinauszuwachsen. Oder unsere Existenz ist nichtig. You don't say. Worauf wollte ich hinaus? Ah ja, also es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit, Essenz automatisch zu generieren. So. Frage ist halt nur wie. Das ist halt die große Preisfrage, die es doch zu lösen gilt. Aber ich wäre... Ich werde den Heiden das Licht Zakarums bringen. Hier im Osten verblasst seine Macht, doch im Westen wird es stärker und glorreicher denn je neu entfacht werden. Und doch treibt mich ein weiteres Ziel an. Die verlorene Nefer dem Stadt Corvus liegt im Westen. Ich werde sie finden. Ja, und jetzt wissen wir, warum Rakkes halt die Westenmapie gegründet hat. Genau hier. Aus zweierlei Gründen. Einmal halt wirklich als Missionar und einmal halt als Forscher. Wobei ich seinen Forschungsdrang eher besser finde als ein Missionarsdrang. Wir haben eine Siedlung nahe des westlichen Meeres gegründet. Mit der Zeit wird sie zu einer großen Stadt heranwachsen. Nun, da wir uns niedergelassen haben, kann ich meine Suche nach den Ruinen der Nephalem-Stadt Corvus beginnen. Der Foliant besagt, dass sie sich ganz in der Nähe gefunden haben muss. Ob er sie gefunden hat? Naja, scheinbar ja. Zum Teil schon, er hat zumindest die Ruinen entdeckt. Aber ob er auch den Weg nach Corvus selbst gefunden hat, naja, das geht noch rauszufinden. Wir haben damit begonnen, die Marschen nach den Ruinen von Corvus zu durchsuchen. In diesem stinkenden, schweren Sumpf finden sich überall verwitterte Steinblöcke. Sollen dies etwa die einzigen Überbleibsel der einst stolzen Nephalem-Stadt sein? Nein. Da ist noch mehr. Ich weiß es. Aber hier scheinbar nicht, weil da ist schon wieder der Ausgang. Tja, so schnell kann es gehen. Wenigstens ist es mein kleines Gebiet jetzt. Und eine Kiste gesehen ist auch oben rein. Ich weiß, hier kann es auch Events geben. Sobald man halt diesen Siegelstein sieht, weiß man, dass man halt am Ende ist. Letzte Nacht fand ich... Nein, hier bin ich auch nicht richtig. Danke! Gut, schauen wir uns wieder an. Letzte Nacht fand ich die vergessene Nephalem-Stadt. Mein Blut geriet in Wallung, als ich die verschütteten Katakomben betrat. Und dann geschah etwas Wundersames. Ein schwaches Licht, ganz ohne jede Fackel, leuchtete um mich herum. Es war, als ob die Steine selbst meine Anwesenheit zur Kenntnis nahmen. Natürlich, du hast immer Nephalem-Blut in dir. Wie alle dort. Aber vielleicht hatte er auch Nephalem Potenzial, auch schon damals. Ich meine, es gab mehrere Leute, die trotz der Versiegelung etwas Nephalem Macht noch in sich hatten. Vielleicht war es aber Rakkes ähnlich. So, die gewundene Höhle mache ich als letztes. Einfach weil es eigentlich nur ein riesiger Kreis ist, wenn man ganz ehrlich ist. So, dann gehen wir jetzt mal in den nächsten Weg von Corvus, den nächsten falschen Weg von Corvus. Da waren wir an Phantasma. Und da schon der nächste Tunnel ist da, sehr schön. Die
Nephalem hatten eine solch starke Bindung an das Licht, dass es ihre Mächte um ein Vielfaches verstärkte. Ich glaube jedoch, dass sie durch das Licht in uns zu neuem Leben erwachen können. Und so soll die Westmark geweiht sein, als strahlendes Licht im Westen. Ich habe den Wolf von Corvus als mein Wappen genommen und mich als König ausrufen lassen. Ja, und wie gesagt, darum ist genau hier halt die Westmark. Aufgrund seines Forschungsdrangs, vielleicht auch wegen seiner Missionarsgeschichte da. Aber wie gesagt, Forschungsdrang, schön gut, Missionierung, lass mal. Leute können glauben, woran sie wollen. Das ist nicht cool. Ich finde sowieso echt bisweilen sehr fraglich, warum es halt andauernd irgendwelche Typen gibt, die denken, von wegen, wir müssen die Leute von unserer Religion überzeugen, nur weil dies die Wahre ist. Ich, Dummheit, Verblendung, keine Ahnung, aber es ist trotzdem, es ist einfach nur Scheiße. So, darf das. So, ich würde sagen, auch wenn der Part eigentlich vorbei ist, ich versuche mal, das Gebiet hier nicht abzuschließen. Also den nächsten Part dann halt dieses eine kleine Gebiet noch machen können. Und ja, dann halt, also wie gesagt, die irgendwie gefundenen Tunnel. Dass wir dann, also dieses Part hätten wir definitiv das betreten können. Oh, ich glaube, wir haben sogar hier ein Event. Könnten wir sogar ein Event haben? Verfault und verrottet. Das ist cool. Wie sind die? Ja, es sieht ganz danach aus, als hätten wir hier ein Event. Das ist nice. Coole Sache, das. Ah, haben wir noch ein paar Gegner hier? Na, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Schwäche überkommt euch. So eine prächtige Truhe sogar. Sehr schön. Ein Set-Item! Boah, geil! Haha, wie cool, wie cool, wie cool. Gleich mal angucken. Was ist das denn? Klage, das Klagen der Herrscher, Intelligenz, Vitalität, Rüstung, Arkanwiderstand, Golf von Monstern. Litanei der Unverdrossenen, Ring, Klage der Herrscher. Es sind zwei Ringe. Sobald dies euer einziger Set-Bonus ist, erhöht jeder Angriff. Ah, das ist das. Verstehe. Coole Sache, das. Jupp, und ja, dann würde ich sagen, cool. Damit werden, also es gibt theoretisch noch Items, die noch stärker sind als Z-Items, quasi, also uralte Items. Die können auch Z-Items sein und ja, die haben, sind dann noch einige stärker als normale, als die normalen Vertreter ihrer Art quasi. Also uralte Items sind quasi episch. Episch klingt ja noch beschissener, als es eigentlich klingen sollte, aber ja, das ist die beste Beschreibung. Es ist halt noch besser als die epischen. Ja, es ist eigentlich eine scheiß Formulierung, aber mir fällt da nichts Besseres ein. Na gut, das Gabi machen wir auch irgendwie schnell weg. Dummerweise sind halt uralte Gegenstände recht schwer ranzukommen. Aus dir wird noch eine großartige also Leiche. Meistens kriegt man die wirklich erst so im Abenteuermodus. Kein Problem, dann machen wir es mal eben. Natürlich haben wir die Untoten, na gut. Okay. Für Gukule sind die Untoten, ja, kein Problem. Gerne. Aber leider wieder kein nix Z-mäßige. Schade. Aber hey, coole Sachen. Vor allem, nur ich habe endlich mal ein Z-Item bekommen. Auch wenn es nur quasi ein Mini-Set ist, auch nicht kein Klassenset. Also nichts für den Totenbeschwörer. Aber eigentlich mal ein Set, das ist cool. Wenn es halt nur ein Set ist, mit dem ich mehr anfangen könnte, wäre es doch besser. Aber es ist jammer noch hohem Niveau. Obwohl eigentlich gar nicht mal auf so hohem Niveau. Es ist immer noch recht hoch, aber nicht so hoch. Und natürlich wieder die Scarabäen. Das sind die Phantasma. Verfault und verrottet. Also beim Phantasma ist es ein bisschen schwer. Oh. Und war wirklich nur das hier. Gut, okay. Dann ist der
Hat es ja gerade gepasst, hat wenigstens auch ein cooles Event. Dann würde ich sagen, im nächsten Part, dann noch diese beiden Gebiete, die gewundene Höhle und dann geht es eigentlich da rein, Richtung Adria. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn ihr es wollt, macht es gut.